Kalibrierung abgeschlossen. Der Stimmsynthesizer kann Harleys Stimme imitieren. So kann ich die Tür öffnen. Mach auf! Es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist der Funk hinüber. Wenn ich rausfinde, dass sie faul rumhängt, lasse ich Big Al ihnen ihre schrecklichen Gliedmaßen abreißen. Das ist übel. Was zum Teufel? Jemand hat sie alle ausgeschaltet. Das war der dreckige Fledermausloser. Holt den Hubschrauber sofort runter. Ich will noch mehr Männer auf dem Dach und Wachgeschütze am Eingang. Und denkt nicht einmal daran, nach unten zu kommen, solange er nicht tot ist. Habt ihr verstanden? Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmensynthesizer manipulieren. Arme Harley. Verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachahmungen, wenn ich doch hier in dir bin. Mich verwirrt, wie sie deine streng geheime Betthöhle finden konnte, Betsy. Sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Spiegel gefunden, als ich noch lebte. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Ich check den Kerl, den er umgehauen hat. Check den Generator. Nicht. Darauf falle ich nicht rein. Das ist eine Falle. Was zur Hölle? Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Passt besser auf. Da ist er! Ihr
Diesmal kommt er nicht davon! Harley, krieg dich noch, Fledermaus! Sie will Blut sehen! Und sie hat neue Freunde an ihrer Seite! Wie viele Idioten braucht es, um eine Fledermaus zu töten? Ich denke, mehr als zwei! Beweist mir das Gegenteil, ihr Trottel! Er glaubt, er kann sich unter uns verstecken! Ich krieg dich! Oh Gott! Die Schläger sind erledigt. Jetzt muss ich mir Harley vornehmen. Ach, damals. Du und ich und ein Trakt voller psychotischer Mörder. Ha! Hast dich noch nie so zu Hause gefühlt, was? Ach, komm schon. Du denkst, du bist anders, weil du noch nie jemanden umgebracht hast? Eilmeldung! Mich hast du getötet! Ich war dabei, weißt du? Du hast mein Heilmittel vor meinen Augen vernichtet! Ha! Hast mich meinen letzten Lacher röcheln hören? Und dann... Nachdem du mich getötet hast, sagtest du, du hättest geteilt. Du konntest dir meinen Triumph nicht eingestehen, nicht mal als Abschiedsgeschenk. Aber jetzt bin ich hier drin. Oh, wir beide kennen die Wahrheit. Du hast schon mal getötet und heute Nacht werde ich es dich noch mal tun lassen. Der große, böse Batman. Wie viel kannst du noch vertragen, Opa? Bitte! Ich hab Mach auf! Einen alten Sack zu verbrüllen. Du wurdest überwältigt. Na komm, das! Die Kunst, das ist keine Chance! Den Teil liebe ich! Erledig die Männer! Erledig die! Hast du deine E-Stick bestellt? Hey, der Typ ist noch wach. Weg von mir! Denkst du, ich hätte Angst vor dir, Robin?
Lass mich! Harley wird mich rächen! Die Infizierten, wo sind sie? Sie sind nicht infiziert. Es sind Joker. Harley hat sie. Und sie wird nicht eher gehen, bis du tot bist. Wie hat sie uns gefunden? Wie ist sie reingekommen? An deiner Stelle würde ich reden. Er ist nämlich nicht immer so gut gelaunt. Woher soll ich das wissen? Ich schätze, sie ist schlauer, als du denkst. Unwahrscheinlich. Überprüfen wir den Bat-Computer. Gute Idee. Ich riegle das ganze Gebäude ab. Niemand kommt hier raus, bis alle Infizierten gefasst sind. Sie ist einfach einmarschiert. Kein Alarm, keine Warnung. Irgendwas stimmt nicht mit der Spracherkennung. Vielleicht. Es gibt keine Anzeichen für einen Hack. Wenn sie noch hier sind, wird die Gesichtserkennung sie finden. Hab sie. Albert King ist im Wilden Westen. Sieht so aus, als wollte er sein Comeback vorbereiten. Sie haben Christina Bell zum Geisterhaus gebracht. Harley lässt sie von bewaffneten Schlägern bewachen. Charisma ist auf der Bühne. Keine Ahnung, was er dort plant. Okay, wir wissen, wo sie sind. Jetzt müssen wir sie nur noch zurückbringen. Ganz einfach, oder? Henry, was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendetwas hat mich am Hinterkopf getroffen. Glaubst du, Harley erkennt mich in deiner starren Totenmaske von Gesicht? Weil Mimik beherrschst du doch, oder? Henry, verriegeln Sie diese Tür und lassen Sie nur Robin oder mich durch. Joker hätte es sicher gefallen. So einen Ort hätte er auch gewählt.